Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Ja, und das scheint schon eine ziemlich auswegslose Situation hier zu sein. Und damit auch hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033 auf dem Kanal von Chronicle mit Nino. Und wie immer, auf los geht's los. Autsch, das sieht nicht gut Warum aus. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Autsch. Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Bitte zu deinem Max oder sonst wem. Oje, nicht schießen. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Oje. Autsch. Wow, das war knapp. Wer hat mich jetzt hier gerettet? Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Ach ja. Wie in den Filmen. Es könnten Ranger sein von der gehe ich mal davon aus. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunters Zeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Spatter. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Oh, ihr habt einen Panzerwagen, das ist gut. Pavel, das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Draisine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Okay. Sei vorsichtig da draußen. Ja. Ist meine Lampe noch aufgeladen? Nein, natürlich nicht. Heller, noch heller. Okay, das reicht jetzt auch. Die haben auf dem Weg hier rein auch schon ein, zwei mitgenommen. Und anscheinend brauchen sie auch keine Moon. Sind reich genug. Geiles Teil. Du solltest das Geschütz bemannen. Dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Ja, Abzug drücken. Also Leute, viel Glück. Ja, danke. Das ist ein richtig... man hört sogar den Motor. Das ist... Ich kann hier das MG benutzen, aber das ist dann noch... Wir versuchen leise hinter die Sperren zu gelangen. Ruhig bleiben, dann übersehen sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier drin sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Wahrscheinlich schießen. Das Reich heißt es. P ist im Russischen R. Das weiß ich noch, aber ja, heißt 100 pro Reich. Coole Tür. Boah, was für Scheinwerfer das Teil hat. Wenn ich die anmache, dann sind sie vielleicht geblendet und sehen nichts. Abzugsfinger bereithalten. Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Ach ja. Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Moon liefern. Die haben ihre Moon-Lieferung bereits bekommen. Wer sind sie? Heben sie ihr Visier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemannen! Und kaputt. Feind von hinten!
Sterbt! Ich versuche auf den Fahrer zu schießen. Ach, hat funktioniert. Oder noch mehr? Oh, fuck it. Oh, ich hab den Fahrer erwischt, aber... Ach so. Dem war dann das einfach... Der Gegner ist gefährlich, da kommt ja noch mehr! Jetzt sterb! Was für eine Verschwendung. Anscheinend kann der Lauf überhitzen. Der ist nämlich ziemlich... Ja. Boah! Verschwindet! Oh, oh fuck! Ja, genau, das Ding wird jetzt überhitzt. Ja, jetzt geht. Ah! Kurze Feuerstöße. Okay. Ich mach ja schon. Ja, ja, komm, du schaffst du da durch. Ah, über. Da! Boah. Ja, ich dreh mich ja schon. Oh, fuck, 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 fuck. Und den Fahrer hab ich erwischt und den... Komm, 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 komm. Ach, geht doch. Hab schon noch mehr. Oha. Oh mein Gott! Oh fuck, das ist ein Panzer! Ist ein Panzer. Oh fuck! Das ist ein Panzer, scheiße! Der folgt uns hoffentlich nicht auf diese Sperre. Ja. Boah! Das ist auch so ein Streckenabschnitt. Oha. Schade, ich kann die Weichen nicht umstellen zu schießen. Aber wir haben auch schon was abgekriegt. Feind vom Hintern. Ja, ich sehe ihn kommen, da ist das Licht. Oh, das ist der gleiche Wagen, wie wir ihn haben. Und... Kaputt. Oh, fuck. Da hat er mal einen Schub gegeben. Vielleicht ein zu viel. Ja, ist... Alter. Der lebt noch. Ich hab nur den Turm abgeschossen. Das war effektiv. Da kommt uns jetzt erstmal niemand hinterher. Ja, das stimmt. Oha. Nein, der Panzer. Kann ich den die... Ah, es ist Metall. Ha, fuck! Der Motor geht nicht an. Ich hab doch gerade drauf geschossen, das hat nichts gebracht. Und tschüss. Ihr wertvoller Panzer verschwendet. Hat also doch was gebracht. Ne, was ist denn das? Achso, wir fangen gleich mit an. Oh fuck. Irgendwie klingt der Tunnel so, als würde er nachgeben. Oh je. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Okay, absteigen. Licht an. Licht aus. Licht an. Okay. Du weißt, was lang geht? Ja? Nein? Ich soll wieder die Tür aufmachen? Warum bin ich eigentlich immer der Arsch, der die Tür aufmachen muss? Komische Pilzviecher. Ah, ich glaube, ich erinnere mich noch an diese Mission, an den Missionsteil. Ich glaube, er war nicht schön. Die ist abgeschlossen, die Tür. Ja, ich weiß, ich darf die Tür aufmachen. Ich darf die Tür aufmachen. Ja, genau. Und Moon. Okay. Tote Menschen bedeuten meistens nichts Gutes. Moon.
ist so ein Halbdunkel. Da ist Nachtsichtgerät, ist zu hell. Oder man sieht halt relativ wenig. Und Taschenlampe ist sehr grell. Das sieht nach einem lebendigen Abschnitt aus. Was kommt jetzt? Das Depot. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Och, Atium, hör auf, immer falsch zu legen. Das ist natürlich nicht schön. Ah, noch ein Wagen gefunden. Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Das ist doch gut. Vorsicht, Duke! Ja. Verdammt! Mussten die all diesen Schrott bauen? Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, ducken oder schießen. Ja, unheimlich hier. Ja? In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Okay. Hör zu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Dreckszeug. Oha. Nicht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Option. Schließ die Tür. Wir brechen durch. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Los, geh hinter der Panzerung in Deckung. Dass wir nicht stehen bleiben. Alter Finne. Sind doch alle mega schwer bewaffnet. Oha. Wo ist mein geiles MG? Ah, fuck, falsche Taste. Da! Das ist jetzt hier die deutlich bessere Lösung. Restschrotmunition. Versuchen wir das alles nochmal. Das war mir zu hektisch. Oh mein Gott. Hör zu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Wir wissen es ja jetzt. Sie ist nicht verlassen. So ein Scheiß. Licht, hier muss jemand sein. Erledige ihn, Option. Schließ die Tore. Okay, ich hab ihn. Nachladen. Wir brechen durch. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Ich bin verwundet! Los, geh hinter der Panzerung in Deckung! Okay, MG! Bitte, dass wir nicht stehen bleiben! Das Maschinengewehr-MG ist natürlich die beste Lösung. Weil wenn sie mir zu nahe kommen und auf mich schießen, dann Mann! Oh fuck! Oh nein, nicht schon wieder! Ganz ehrlich! Sie übertreiben sich einfach mega! Hör zu! Wir kommen bald an der Station an! Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst! Ich nehme jetzt Granaten! Und danach das MG! Licht! Hier muss jemand sein! Erledige ihn auf die Ohren! Schließ dich! Okay, nachladen! Granate bereit machen. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und los! Geh hinter der Panzerung in Deckung! Granaten! Fresst alle Granaten! Wow! Das hat funktioniert diesmal. Ich vermute mal, weil ich diesmal den Typen leise erledigt habe, bevor er mir was antun konnte. Dranbleiben! Eieieiei. Das lief deutlich besser als beim letzten Mal. Jetzt verfolgt anscheinend auch niemand. Oha. Puh, Gott sei Dank, dass Sie keinen Wagen haben. Sonst hätten Sie uns in diesem Tunnel erwischt. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Murphy's Law sagt, dass gleich ein Wagen kommt. Was ist denn das? Da war doch immer. Haben Sie in die Luft gejagt? Links! Ja, nee, nee, ganz... Oh, scheiße. Wenn du nicht weißt, was es gibt... Dranbleiben. Ja, ich bleib jetzt einfach in Deckung. Oh, fuck. Okay,
Da war sonst immer ein Durchgang und jetzt fährt er irgendwo lang, wo er nicht weiß, was ist. Ich setze als erstes mal die Gasmaske auf. Okay, meine Gasmaske ist ziemlich im Arsch. Ich setze meine Gasmaske wieder ab. Also erstmal, der Tunnel ist schon so gestürzt, dass man sagt, ich weiß nicht. Der ist nicht verlässlich. Oh mein Gott, das Depot. Stimmt, so hieß ja auch die Folge. Das Depot. Das hab ich, habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Ich erinnere mich daran, dass hier ganz, ganz, ganz fieses Zeug war. Alter, was läuft da? Was? Alter! Nosalis, töte sie, sonst kommen wir nie hier raus. Das ist doch keine Nosalis, das ist irgendwas anderes. Oh fuck. Okay. Das Problem sind, glaube ich, hier nicht diese Nosalis. Ah, das ist dieses Viehzeug, was so komisch schreit. Was ist das? Das sind diese Schreiviecher. Oh fuck, fuck, fuck. Oh, Nosalis, lass das. Ah! Diese Schreiviecher. Oh. Fuck it, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Alter! Jetzt. Oh. Nein! Hat er sich gerade in die Luft gejagt? Alter, ich habe keinen Fahrer. Und mir ist komisches Viehzeug hinter mir her. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wo es hier lang geht. Aber das geht immer tiefer in die Metro rein. Oh, fuck it. Oh, nicht schon wieder. Oh, fuck, nein, nein. Überlebt. Fuck. Wo bin ich hier? Alter Finne. Diese Tunnel sind nicht vertrauenserweckend. Überhaupt gar nicht. Oha. Okay. Der hat Moon. Aber der will mir seine Gasmaske nicht abgeben. Er ist aber nichts. Neuen Filter und jetzt die Gasmaske, damit ich bei der nächsten Benutzung bereit habe. Puh. Okay, gehen wir mal in die Richtung. Die Dinger gehen zu, wenn Licht auf sie fällt. Interessant. Verteidigung. Nach Pavels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Ja, und wie das alles läuft, erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Metro 2033. Wenn wir jetzt mal ganz kurz rekapitulieren, wir waren so nah an der Polis, also wir waren ja hier in der Mitte, ich kann ja hier mit der Maus nichts zeigen, aber diese Viererstation in der Mitte ist ja die Polis, also dieser Viererkasten. Und wir waren ja eigentlich relativ nah dran und jetzt sind wir wieder weit hinterm äußeren Ring. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr, ja, wie bei der vierten Station, wo wir am Anfang waren. Das heißt, wir sind ewig weit von der Polis entfernt. Aber ich hoffe mal, dass es jetzt alles gut ausgeht. Und wie das ausgeht, das erwartet ihr natürlich in der nächsten Folge von Let's Play Metro 2033 hier auf dem Kanal von Chronicle. Wir werden nicht vergessen und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.